Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu Valheim. Schön, dass ihr am Start seid. Ich habe uns schon mal fix den Knochenmann-Skill geholt. Und damit machen wir uns jetzt auf ins Gebirge. Ich habe noch ein, zwei Sachen am Haus weitergemacht. Ich hatte die Aufnahme auch schon gestartet, aber... Naja, was soll man sagen? Es hat mal wieder keinen Ton aufgenommen. Technik soll mal einer verstehen. Aber nicht schlimm, ich habe bloß noch 5-6 Kernholzbalken gesetzt und... Damit war es auch schon erledigt. Wir hatten ja bloß noch das kleine Stück offen an der kleinen Seite rechts. Oh, guck mal, ganz viele Rehe und Hirsche oder nur Hirsche. Geh mal weg hier. Ja, wir machen uns die Folge auf ins Gebirge, denn ich habe ziemlich dolle Bock, endlich mal die Drachenmutti zu finden. Es wird Zeit, dass wir die erlegen. Dann können wir uns nämlich auf in die Ebenen machen. Mittlerweile habe ich auch echt Bock auf die Ebenen, muss ich sagen. Wir sind gut ausgerüstet mit Frostner und so weiter. Generell alles auf Stufe 4. Wir können endlich ein bisschen mehr tragen. Hat sich schon gut was getan in den letzten Folgen. Und da sehe ich es auch schon. Wir müssen halt noch ein bisschen warten. Ich habe dummerweise am Anfang der Folge einmal Mörli und Honig reingehauen. Oh doch, Mörli blinkt schon. Honig noch nicht. Doch, Honig auch. Na seht ihr, ich erzähl mal wieder Quatsch. Wir müssen gar nicht warten. Wie kommen wir denn hier hoch? Ich glaube, da drüben ist es ein bisschen flacher. Boah, was ist denn hier los? Oh, so viele habe ich auch noch nicht auf einem Fleck gesehen. Wir hatten ja schon mal das Glück, 5 auf einmal. Als wir genau 5 Leder brauchten. Aber das war ja nochmal ein bisschen mehr hier. Das eine haut ab. Ich will auch nicht hinterher. Wir haben Besseres zu tun. Ich habe mir heute die Zunge verbrannt. Also wenn ich irgendwie komisch spreche oder so, dann tut's mir leid. Es tut extremst weh. Schöne Sandwiches im Sandwichmaker gemacht. Und dann der heiße Käse drin. Einmal auf die Zunge getropft. Wen freut das nicht? Wir brauchen einen Stein. Wir müssen ein bisschen mehr auf die Ausdauer aufpassen. Bin da schon wieder die ganze Zeit am Rumrennen. Da wartet nämlich schon der erste Wolf auf uns. Hallo, Wolf. Oh, ach, zwei. Oh, ich habe nur einen gesehen, ne? Aber ja, mit dem Verlangsamen, okay, das ist natürlich mega geil. Ich dachte wirklich am Anfang, Mist, die Waffe ist irgendwie schlechter als die, die wir schon hatten. Also als der eiserne Streitkolben, aber mit dem Verlangsamen ist natürlich mega cool. Bin ich froh, dass es sich doch gelohnt hat. Zum Haldor müssen wir auch nochmal irgendwann in den nächsten Folgen, weil wir brauchen natürlich noch die Angelrute und den Köder. Und wir kommen hier irgendwie nicht hoch. Dummerweise. Ach, Menno. Das Portal habe ich mitgenommen. Ich habe das alte abgebaut. Also das, was wir zum Holzsammeln hatten. Ach, Mensch, wir müssen nochmal hier hochkommen. Ey, die Ausdauer ist aber auch mal wieder richtig, richtig nervig. Ich lasse jetzt erstmal kurz aufladen. Ach, wir kommen immer tiefer, ne? Komm schon. Jawohl, wir haben es gleich geschafft. Yep, jetzt sind wir drauf. Kleiner Steinhaufen. Mal gucken, was uns hier so erwartet. Ich habe die Wünschelrute gar nicht dabei, ne? Nö, aber wir sind ja erstmal mit Silber und so weiter eigentlich auch gut versorgt. Ja, war klar, dass ich den nicht treffe. Also Hauptziel, Menno. Ach, na klar, von allen Seiten. Hauptziel ist jetzt wirklich erstmal Drachenmutti finden. Warum hat denn der nicht getroffen, bitte?
Ja, ist gut. Au, oh, der hat voll in den Lauf geschossen. Habt ihr es gesehen? Schlaues Vieh. Ah, nein. Nicht hängen bleiben. Und damit weg mit ihm. Ich renne jetzt nicht nochmal hin. Die landen immer sonst irgendwo. Ich bin froh, dass wir einmal hier hochgekommen sind. Da ich jetzt keinen Bock, wieder runter zu springen. Ach man, das ist aber auch ein steiles Gebirge hier, ne? Ist das ein Stein? Ne, ist ein normaler Stein, ne? Sah gerade von der Seite so ein bisschen aus, als wäre da was Rötliches dran. Ich komme hier nicht hoch. An dieser kleinen Stufe hängt's. Es ist wirklich ein Krampf. Ne, doch nicht. Sah nur so aus. Aber irgendwas ist auf jeden Fall in der Nähe. Ich hab was gehört. Ach, hier, Skelette. Eine kleine Skelettburg. Die lohnen sich halt meistens nicht. Größtenteils ist da gar nichts drin. Warum habe ich da auch gerade wenig Bock hinzurennen? Ja, ich würde sagen, wir werden die nächsten Folgen ein bisschen erkunden gehen, dass wir den Stein halt finden, um die Muddy zu registrieren. Und dann geht's auf zum Muddy und dann bauen wir auch mal wieder ein bisschen weiter. Aber aktuell habe ich einfach gerade ein bisschen die Schnauze voll davon. Und zwingen muss ich mich hier zu gar nichts. Wir könnten eigentlich wieder nach Hause teleportieren. Inventar ist schon wieder voll. Da oben ist noch ein Drache, aber der lässt uns auch in Ruhe. Wäre eigentlich gut, wenn wir hier wieder ein bisschen mit Taktik rangehen. Oder mit System. Dass wir wirklich... Ah, nein, hier geht's runter. Ich wollte sagen, dass wir wirklich alles aufdecken. Ich glaube, so auf der Hauptplattform, in Anführungszeichen, sind wir hier schon. Der Rest ist nur Abfall. Ich habe auch irgendwo einen Wolf gehört. Da ist der nächste Drache. Also gegnertechnisch auf jeden Fall höher frequentiert als das letzte Gebirge. Hat er uns schon gesehen? Ja, ich glaube schon. Manu. Komm her, mein Freund. Vergiftung. Ah, Vergiftung hat wirklich mal geregelt, ne? Entschuldigung, falsche Taste. Zum Glück war es noch nicht bereit. Ist natürlich die Frage jetzt. Sonst hatten wir wirklich immer Glück mit den Steinen. Wir haben die... einfach so nebenbei gefunden. Direkt auf die Suche mussten wir dafür noch nicht gehen. Aber hier in so Gebäuden drin kann das nicht sein, oder? Nö, da oben wartet bloß noch ein Skelett. Ich glaube nicht, dass das... dass die Steine sich hier in den Gebäuden verstecken. Ja, wir hätten trotzdem die Wünschelrute mal mitnehmen können. Hätten wir uns zumindest markieren können, wo was ist. Aber wir müssen eh mal das Inventar leer machen. Also lasst uns einfach mal fix nach Hause teleportieren. So, das Ding hieß Holzsamlu. Dann machen wir schnell das Inventar leer. Gehen dann nochmal an die Kisten. Holen uns die Wünschelrute. Dann können wir uns zumindest markieren, wenn wir irgendwann später mal noch Silber brauchen. So, wir haben noch ein bisschen Holz, wir haben Leder. Also der größte Teil des Spiels geht echt damit drauf. Oder geht dafür drauf, dass wir Kisten befüllen müssen. Fleisch, dann haben wir hier noch ein bisschen Fell. Wir hatten noch mehr Fleisch, wir haben aber auch noch eine Wolfstrophäe, wir haben auch noch einen Zahn und einen Knochen. Knochen und Zahn. So, ein bisschen Holz noch, dann haben wir es doch schon geschafft. Perfekt, wo habe ich denn das Ding hingeworfen? Ich glaube fast... Nein, was mache ich denn? Ja, ich wollte es gerade sagen, ich glaube fast hier in den Werkzeugen. Jo, dann passt da alles soweit. Können wir wieder weiter auf die Suche gehen.
baue es mal lieber ab. Wäre schön gewesen, wenn ich jetzt weggerannt wäre, hätte es mir nicht auf der Karte markiert, so wie man mich kennt. Und dann hätte ich rumgeheult, weil wir das Portal nicht finden. Steingolems sind relativ wenig unterwegs, gefühlt. Nein, ach, was mache ich denn? Ah, guck mal. Schlägt sogar direkt an die Wünschelrute. Noch ein Drachenei? Nee. Ah doch, immer noch eins, ne? Boah, das macht uns wieder das komplette Inventar voll. Baumvergiftung, Regel. Nee, diesmal nicht. Da kam direkt zu uns geflogen. Ah, wir sind jetzt schon wieder voll. Ach Menno, ich will das aber auch nicht liegen lassen. Jetzt geht der ganze Spaß wieder von vorne los. Es tut mir leid. Ich trage zu viel. Bitte greif mich nicht an. Obwohl, nee, jetzt immer. Jetzt trag mal. Ach, ich bin aber auch doof. Wir haben den Gurt nicht aktiviert. Dachte mir schon. Wir haben doch jetzt den Gurt. Beziehungsweise Gürtel. Warum passt das Drachen eigentlich rein? Also, Kommando zurück. Alles eingesammelt. Jo. Und weiter geht's auf die Suche. Hier geht's auch schon wieder runter. Ich denke jetzt mal nicht, dass der Stein hier mitten an so einem Abhang steht. Das wäre halt echt fies. Gut, da wäre noch ein kleines bisschen zu erkunden. Ich schaue nochmal eben auf die andere Seite, aber hier ist auf jeden Fall auch noch ein bisschen was. Irgendwo muss er ja versteckt sein. Halt auch schwierig bei den ganzen Steinen das ordentlich zu erkennen, obwohl die halt eigentlich so eine roten Glyphen drauf haben. Prinzipiell geht's schon. One Hit. Ja, nicht ganz. Mittlerweile wirklich Pipifax, hier durchs Gebirge zu rennen. Bloß die Steingolems sind noch ein bisschen... Ja, manchmal ein bisschen kompliziert. Ach, Mann. Aber selbst die Drachen sind kein Problem mehr für uns. Obwohl, die waren es eigentlich von Anfang an nicht. Wir brauchen einen Stein. Bitte gib ihn mir. Oh, guck mal, eine richtige Hütte da unten. Haben wir im Gebirge, glaube ich, auch noch nicht gefunden. Wir müssen unbedingt auch noch mal eine Folge Zeit nehmen, die Lebensmittel richtig anzugucken, weil ich glaube, so wie wir aktuell rumrennen, ist definitiv nicht das 9+Ultra mit der Ausdauer. Wir bräuchten Minimum das Doppelte. Ui! Überraschung. Ich glaube, da geht einfach viel, viel mehr und wir könnten uns das Leben definitiv einfacher machen. Ach, ist doch gut. Also hier sind auf jeden Fall mehr Gegner unterwegs. Da hinten ist schon der nächste. Ach, schade. Das war knapp, ne? Geilo. Jo. Immer noch nach Stein suchen. Das ist die Hauptaufgabe in den nächsten Folgen. Das gibt's doch nicht. Wie viele Dracheneier gibt's denn hier? Haben die das irgendwie gepatcht? Ich habe halt wirklich mal gelesen, dass das teilweise sehr, sehr lange dauert, überhaupt zu finden. Und wir haben hier mittlerweile... Ich weiß es gar nicht. Das sechste haben wir schon zusammen, oder? Müsste das sechste, glaube ich, sein. Ja, ich würde es trotzdem gerne mitnehmen. Ach, verdammt. Ja, dann mal wieder in die Truhen packen, wie immer. Was will man machen? So ist es halt. Boah, sind wir langsam.
Wir werfen erstmal eins weg. Können wir gleich mal schauen, wie viel wir schon hatten. 1, 2, 3, 4. Ich dachte, wir hatten schon eins mehr gefunden als 4. Also wir hatten die 3 ja schon längst voll und dann hatten wir eins noch im alten Gebirge gefunden und jetzt nochmal 2. Kann natürlich sein. Pack's jetzt erstmal hier mit rein, dass das in irgendeiner anderen Kiste schlungert. Da freue ich mich schon so dolle, dass wir einen Gürtel haben und trotzdem müssen wir gefühlt alle 3 Minuten nach Hause. Aber wir haben zumindest auch wieder ein paar wertvolle Sachen bekommen. Das ist prinzipiell auch nicht verkehrt. Jetzt, wo wir Haldor gefunden haben. Eine Drachentrophäe noch. Haben wir irgendwo noch Platz? Hier haben wir noch Platz. Heiltechnisch wird es langsam ein bisschen kritisch. Aber ich denke, das geht noch bis Ende der Folge. Ja, bis Ende der Folge geht das auf jeden Fall noch. Und dann gucken wir mal, dass wir nächste Folge noch ein paar herstellen. Nicht, dass wir hier in Pfeilnot geraten. Aber man ist doch relativ schnell durch das Gebirge oder die Gebirge. Weil es meistens gar nicht so viel Fläche ist. Ich hoffe halt einfach, dass die guten Entwickler sich wirklich nicht gedacht haben, komm, wir stellen die mal da ganz unten hin, da wo gerade das Gebirge losgeht. Das wäre natürlich fies, wenn wir jetzt die ganze Zeit oben auf dem Hauptgebiet rumrennen und die Steine verstecken sich woanders. Aber ich denke auch mal, dass relativ viele davon platziert werden, wenn so eine Welt erstellt wird, weil daran soll es ja, glaube ich, nicht unbedingt scheitern. Dass man einfach die Bosse am Ende nicht findet, weil nur ein Stein auf 10 Gebirge irgendwo rumsteht. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Ich hoffe mal, dass es auch nicht so ist. Ui, wo kam er denn her? Wollte mir in die Wade beißen? Ah, schade. Ah, ist schon cool, ne? Der hängt hier komplett gefrostet rum. Bewegt sich einfach mal gar nicht mehr. Jetzt kommt hier noch ein Drache. Ja, das Gebirge ist wirklich nicht so anfängerfreundlich. Ist doch gut. Ich muss erstmal gucken, wo ich mich hier hinstellen kann. Ah, da hinten ist gleich der nächste. Wir haben kaum noch Ausdauer. 3 Drachen auf einmal. Also ganz ehrlich, das Gebirge ist wirklich anders als das andere. Es ist anders als das andere. Ja, ihr wisst schon. Also 3 Drachen auf einmal hatten wir, glaube ich, noch nicht. Ach, Mann. Triff doch. Ja, die machen glücklicherweise nicht so dolle Schaden. Also muss ich nicht prinzipiell die ganze Zeit ausweichen. Aber ich müsste halt mal ein bisschen Ausdauer generieren. Ach man, hatten die nicht mal größere Hitboxen? Ich treffe heute einfach nicht. Tut mir leid, ich bin besoffen. Das war alles gelogen mit dem Sandwich. Ich habe mir die Zunge nicht verbrannt. Ich habe einfach nur heftigst getrunken vor der Folge. Nein, Quatsch. Aber man könnte es denken, wenn man mir hier so zuschaut. Ach komm. Wirklich, ich ziehe doch voll drauf. Jetzt. Wir haben damit schon eigentlich das komplette Gebirge erkundet. Da unten ist noch so eine Hütte. Ich würde dort noch mal gerne gucken gehen. Vielleicht gibt es da ja noch was Schönes. Und dann machen wir erstmal Folgenende für heute. Und gehen morgen noch ein bisschen auf die Suche. Wer nicht sucht, der nicht findet. Oder irgendwie so. Ja, wieder ein paar wertvolle Sachen. Das passt schon alles. Ich meine, wir haben zwar so gut wie alles gekauft, wie gesagt, Angel, Rute und Köder gibt's noch. Da könnten wir nochmal schauen. Aber ich glaube, auch das konnten wir uns ohne Probleme leisten. Oben wartet schon wieder der nächste Drache, ne? Das ist einfach Wahnsinn. Wieso habe ich den nicht getroffen? Das musst du mir wirklich mal erklären. Ach, Manu. Bei dem Pfeil verstehe ich es ja noch.
hier noch irgendwas? Was hat denn gerade so Geräusche gemacht? Ja, dann würde ich sagen, wir machen an der Stelle erstmal Schluss für heute. Weiß nicht, ob wir da nochmal so das Randgebiet ablaufen sollen. Kann natürlich auch sein, dass die Steine wirklich irgendwo da versteckt sind. Wäre halt fies. Überlege ich mir noch. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht und dann sehen wir uns morgen 19 Uhr wieder. Bis dahin. Macht's gut.